Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legend of Fagail. So, wir laufen mal weiter der Nase nach und schauen mal, was sich hier noch so findet. Schlossherren sind wir hier scheinbar keine. Falle Julia vielleicht? Nein. Es hat wieder Boom gemacht. Ja, hat aber nicht wirklich wehgetan. Ja gut, jetzt ist die Stimmung wieder unten. Wir hatten gerade extra geschlafen, damit die Stimmung wieder besser wird. Ich habe eine Kiste gesehen. Oh ja. Dann halt nicht. Wir können kein Gold mehr tragen. Zuerst war auch voll, ne? Ja. Ja, dann soll Julia noch ein bisschen Gold tragen. Aber wir haben genug auf der Bank. Müssen wir uns eigentlich nicht so viel Kopf machen. Da ist eine Wand. Gehen wir hier so, da so. Moment mal, war da eine Ecke? Nein. Ich hab's in der Nase. Jetzt nicht mehr. Wie eine komisch aussehende Tür. Aber ist auch wieder hell. Ihr hört ein Schloss einrasten. Tür scheint verschlossen zu sein. Können wir das ändern? So fürs gute Gefühl. Ja, können wir. Okay. Alles klar. Jetzt fühle ich mich wohl. Acht Aurel, die schafft Multicanus noch. Ich sehe weitere Türen und eine Geheimtür. Stopp. Ich wollte eigentlich sagen, weitere Drohnen und eine Geheimtür. So, Truhen war es das schon. Dann gehen wir hier mal entlang. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay, dann gehen wir noch nach Osten durch die Geheimwand. Die hatten wir nämlich schon mal gesehen. Und da sind noch Truhen. Mit Staub. Und Stopp. Okay, dann haben wir hier alles gesehen. Höher ging es nicht mehr. Also, da hinten ist wahrscheinlich noch irgendwas versteckt, was wir haben wollen, müssen, sollen. Aber wir sind halt nicht der Schlossherr. Ich habe jetzt auch keine Idee, was wir da einsetzen sollen. Wir hatten die Vogelnester gefunden. Einen goldenen Schlüssel. Einen Eimer mit Sand. Kanonenkugeln, die wir nicht mitnehmen konnten. Ich habe das mal im Hinterkopf. Da glaube ich an nichts so wirklich. So, wir gehen nochmal nach Westen. Ja, das war Westen. Wir gehen weiter nach Westen und dann müssten wir an der Treppe sein. Genau. Dann gehen wir dort wieder runter. Und gehen dann nochmal hier nach unten. Wir schauen uns erstmal den Turm noch fertig. Gib mir auch das Gefühl, dass wir hier dann auch wirklich wieder rauskommen aus den Türmen. Wir kommen zwar dann wahrscheinlich noch nicht aus dem Schloss raus. Aber dass wir zumindest wieder aus diesem Turmgebiet rauskommen, weil in dem anderen Turm sind wir reingegangen und das war eine Reise ohne Wiederkehr. Wobei es auch sein könnte, dass wir jetzt, wenn wir die eben nochmal betreten, die Karte neu geladen wird, dass wir dann nochmal rauskommen. Aber genau das weiß man nicht. Oder ob das einfach nur wirklich One Way ist. So. Ich wollte eigentlich Karte gucken, aber ja, wir können auch zuerst Gegner gucken. Zombies. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Damit hat es geregelt. So, dann schauen wir uns mal um. Oder ist das jetzt eine Ebene, in der wir schon. Bin ich jetzt ein- oder zweimal runtergegangen?
Ich weiß es nicht mehr. Aber mit rechts und links Türen kommt mir vage bekannt vor. Aber das kann ja auch nicht unüblich sein. Kacke. Einmal konzentrieren. Flausch, mach mal die Karte an und dann weiß ich vielleicht, ob wir hier schon waren oder nicht. Nee, wir waren dann hier noch nicht. Dann bin ich schon zwei runtergegangen, weil sonst hätte man hier den Übergang zum anderen Turm sehen müssen. Okay, dann muss ich jetzt ein bisschen konzentrierter hier rumgucken, damit wir auch nichts verpassen. Und dann würden wir weiter nach unten gehen. Also müsste das jetzt, ich glaube, Ebene 3 sein. Wenn ich nicht verzählt habe. Okay, wir schauen uns konzentriert um. Wir sehen Kisten. Großer Nugget. Geht zu David. Können wir zu Gold machen? Weitere Gegner. Schauen wir noch die Truhe in der Ecke und dann haben wir den Raum, glaube ich, gesehen. Skelette. Ja, die hauen wir um. Ich bin mutiger geworden. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen. So. Weil die Kämpfe ja auch nicht so wirklich spannend sind. Entweder stirbt David oder Flausch oder wir gewinnen. Aber wir müssen noch die Erfahrungspunkte im Kopf behalten. So, da war noch eine Truhe. Mit. Viel Gold, Julia. So, dann die Tür. Ich sehe eine Kiste. Viel Gold. Ja, nee, dann lassen wir das Gold jetzt mal hier. Gibt bestimmt noch wichtigere Dinge als Gold. Zum Beispiel ein Kampfstab plus. Eigentlich seid ihr immer irgendwo am Zaubern. Denk mal, Julia wird am ehesten dann mal Mana sparen wegen Heilung. Ja. Ziehen wir Julia an, falls sie möchte. Aber wenn sie einen Kampfstab tragen kann, dann sollte sie theoretisch auch einen Kampfstab plus können. Kampfstab plus, ja. Ganze. Anlegen. Fertig. So, weiter gucken. Weitere Truhen gab es nicht. Ja, wir müssen jetzt nach Süden. Wir haben von hier so. Ich muss richtig denken, wenn die Karte komplett aufgedeckt ist. Geht gar nicht. Was? Wo? Denkender Let's Player geht gar nicht. Ihr hört ein unheimliches Stöhnen. Hastig schaut ihr nach, ob ihr nicht auf jemanden draufgetreten seid. Wow, Spiel. Wir treten nicht auf Leute. Nur auf Skelette. Hä? Da war ein Skelett, was gequatscht hat? Habt ihr nicht einen Schluck für einen alten Veteranen? Fragt ein an die Wand gelehntes Skelett. Einen Schluck. Wir haben mit Sicherheit noch irgendwo Weihwasser in den Taschen. Wir haben nichts Alkoholisches oder so gefunden. Denke ich mal. Also, ja, wir haben 100 Tränke dabei. Und da weiß man halt nie, was da so. Jetzt auf Verdacht Tränke benutzen. Ich weiß es nicht. Habe ich im Hinterkopf. Wir machen es mal nochmal bitte heller. Nee, nicht Heilung. Sorry, mein Fehler. Licht. Vielleicht ist das auch nur Deko. Ah, viele Kollegen. Nein, bitte.
Genau. Da wird regelt. Ihr hört ein unheimliches Stöhnen. Das könnte das Skelett an der Wand sein. Eine Kiste mit viel Gold, das wir hier lassen. Hier hängt ein Schild. Bitte nicht klopfen. Wollt ihr es trotzdem probieren? Ja. Durch euer Klopfen fällt das Schild von der Wand. Und es kommen Gegner. Viele Ratten. Wir haben viele Ratten wach gemacht. David? Du Rattenflüsterer? Wir möchten nicht verhandeln. Wir gehen einfach. Das könnten die Ratten sein. Wir legen uns mal kurz aufs Ohr. Also hier in dem Spiel kann man total schmerzfrei schlafen, wenn der Gegner direkt vor einem steht. Das ist alles kein Problem. Man müsst euch keine Gedanken machen. Das erste hält Wache. Wieder verstohlene Gestalten, die aber nicht den Mut haben, uns anzugreifen. Man muss sich auch immer merken, wer Wache gehalten hat, weil wenn jemand zweimal hintereinander Wache hält, dann schläft er nämlich beim nächsten Mal ein. Habe ich auch schon mal festgestellt. Deswegen überlege ich immer kurz, wer hat schon mal Wache gehalten? Wer war der Letzte? Okay, dann hauen wir die Ratten jetzt um. Auf welchen Zaubern steht ihr gerade? Du machst betäuben. Du machst Sumpf. Und du machst Feuerwerk, weil es viele sind. Und go. Jo. Radwunst. Nicht schlecht, Erfahrungspunkte. So, dann haben wir das mit den Ratten geklärt. Das war das Stöhnen. Sand. Wieso ist da noch eine Kiste? Wieso sind da so viele Kisten? Ich dachte, wir wären fertig. Die muss ich wohl übersehen haben. Eigentlich wollen wir jetzt wieder nach unten. Oh, sie. Runter. Also ich habe mir das mit dem Schlossherrn Level 5 aufgeschrieben und auch noch, dass wir noch nicht in Level 5 von dem anderen Turm waren. Geht also hoffentlich nicht verloren, wenn mein schlauer Zettel nicht verloren geht. Das wäre echt Worst Case, wenn mein Notizzettel zu irgendeinem Let's Play verloren geht. Nur, dass ich keinen Hund habe, der irgendwelche Zettel verschlingen könnte. Die Standardausrede für Hausaufgaben. Hust. Hat euch das schon mal ein Lehrer geglaubt? Oder ist das schon mal wirklich passiert? So. Treppen, beide Seiten Türen. Ein unbekanntes Schriftstück, Flausch. Können wir das lesen? Oder nicht? Kartenfetzen. Karte 4. Hatten wir die nicht auch schon mal? Wo ist mein englisches Handbuch? Karte 4. Doch, die hatten wir auch schon mal. Das ist das mit dem X und dem O und der Geheimwand. Keine Ahnung. Mit den Karten habe ich noch nicht so verstanden. Das könnten ein paar Ratten sein. Unser Rattenflüsterer hat das geklärt. Ansonsten müssen wir bald mal wieder schlafen und Mana fassen.
aber jetzt gerade nicht. Das Spiel dreht sich nicht immer so, wie es das soll. Deswegen bin ich manchmal ein bisschen verwirrt. Aber da habe ich... meinte ich, eine Truhe gesehen zu haben. Wieder ein Schriftstück. Wieder ein Kartenfetzen. Wieder die vier. Okay, Spiel. Also, ich denke mal, hier wird es irgendwie um Karte 4 gehen. Also, ich weiß es noch nicht. Wir schauen mal wieder auf die Karte. Sobald wir eine Geheimwand finden und dahinter zwei Sachen zur Auswahl sind, dann können es eventuell Karte 4 sein. Keine Ahnung. Aber Karte 4 hat hier eine sehr auffällige Häufung. Gold bleibt hier. Und Staub. Hier ist ein Schlüssel versteckt. Ihr findet einen Gebrauchsgegenstand Türschlüssel. Aha. Lag der irgendwie am Boden? Oder was ist hier passiert? Gefühlt komme ich das ein bisschen größer vor als die anderen Türme. Vor allen Dingen, wenn es hier noch weitergeht. Wir werden sehen. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal hier rein. Finden eine Truhe. Wenn das jetzt wieder eine Karte 4 ist, dann wäre es sehr auffällig. Ja. Es ist wieder eine Karte 4. Moment mal, war im deutschen Handbuch auch eine Karte 4 drin? Also wir hatten ja mal festgestellt, dass es im deutschen Handbuch gibt es keine Karte 1, 2, 3, ich weiß nicht, wo die angefangen hatten. Und dass das im englischen Handbuch gibt es halt Map 1, 2, 3 und so weiter. Und das verwirrt jetzt ein bisschen. Aber was ist wirklich die Karte 4 im deutschen Handbuch? Das schauen wir jetzt mal noch kurz. Nicht, dass dort jetzt das wieder stimmt und ich das falsche Bild vor Augen habe, dann würde ich beide Bilder vor Augen pappen. Das war Karte 9. Karte 7. Ich weiß nicht mehr, bei welcher Zahl es angefangen hat. Karte 5. Ja, Karte 5 war die erste. Okay, also gehen wir nach der englischen Karte 4. In meinem Kopf. Ratten. Radwunst. So, dann gehen wir nach Norden, schauen da und dann gehen wir mal da nach Norden. Norden. Machen auch noch mal ein bisschen... Ne, wir rasten noch mal eine Runde wegen Mana. Und dann, ich glaube, zuerst hatte Wache gehalten, ne? Und dann ist Shadow dran. Dann machen wir nochmal Licht. Und dann gehen wir nördlich gucken. So, zaubern. Licht. Und weiter geht's. Nach Norden, habe ich gesagt. Also da. Dieses Schloss scheint voll von großen, staubigen Hallen zu sein. Ihr betretet eine weitere dieser Art. Okay.
ich habe ja schon gesagt, es fühlt sich irgendwie größer an als ein Turm. Dann gehen wir zuerst mal noch hier unten Turm fertig gucken. Und dann ja, Ebene 1 hatten wir eigentlich auch noch nicht ganz geguckt. Jetzt bin ich in der Zwickmühle. Spiel, du gibst mir zu viele Optionen, damit komme ich nicht klar. Das verwirrt. Nee, dann gucken wir uns erstmal den Turm fertig, dann gehen wir am Turm nochmal nach unten und schauen uns dann eventuell dann Etage 2 richtig um. Wir wissen jetzt zumindest mal, dass es wahrscheinlich mindestens eine Kelleretage gibt und zumindest noch ein Stockwerk 2 und 3, was ein bisschen größer ist. Habe ich irgendwie im Kopf. So, jetzt gehen wir gleich nach Westen und dann nach Süden. Es hat sich richtig gelohnt, da wieder runterzulaufen. Aber ja, wir gehen jetzt hier nochmal runter und schauen dort mal noch nach dem Rechten. Oder sollen wir zuerst komplett Etage 1 gucken? Wird natürlich auch Sinn machen. So, runter, dann müssten wir in Etage 2 sein. Wenn Etage 3 schon groß ist, dann ist in 2 wahrscheinlich dann auch die komplette Fläche Schloss. Alles andere würde relativ wenig Sinn machen und statisch eher fragwürdig werden. Oh, Gegner. Ein Schatten. Die haben bisher immer ganz gut geklappt. Jupp. Eine Runde, null Schatten. Hier gibt es keine direkte Treppe nach unten. Autsch. Es hat wieder Bumm gemacht. Aber nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, warum ihr so angepisst seid. Es ist eigentlich gar nichts passiert. Überhaupt nichts. Es hat nur ein bisschen gewackelt. Ein bisschen geziebt. Also habt euch mal nicht so. Verwöhntes Pack. Echt jetzt. Trichpflege kannst du behalten. 51 Aure kriegen wir noch unter. Großer Nugget geht zu David. Und? Hier hat eine Abenteuergruppe ihre Fähigkeiten überschätzt. Von der Ausrüstung lässt sich ein Schwert noch verwenden. Aber das hatten wir doch schon mal. Aber das war im anderen Turm. So verwirrt kann ich nicht sein. Wir sind nicht wieder über die Brücke gelaufen. Das hätte ich bemerkt. Ja gut, dann ist aber der Gedanke, ob wir jetzt direkt noch mal in Ebene 1 uns umsehen, ist dann jetzt damit eigentlich passé, weil es keine Treppe direkt nach unten gibt, aber vielleicht ist die so um die Ecke, wie es dann bei dem anderen Turm war, dass es dort dann noch mal runter geht. Das sieht nach Ratten aus. Nee, Gargoyles und Ratten. How about no? David? Wir drehen uns einfach rum und waren nie da. Ich wollte eigentlich nur die Nische. Na gut, die Gargoyles machen wir jetzt. Die betteln quasi darum.
Keine Lähmungen. Sehr schön. Immer noch alles gut. Und immer noch alles gut. Es lebt aber noch einer. Okay. Gauls hier sind überraschend zahm. Eine Geheimwand. Wir schauen mal noch hier ums Eck, ob dort eine Treppe ist. Und dann schmieden wir den Plan, wie wir weiter vorgehen. Weil wenn es nämlich jetzt hier nicht tiefer geht, dann müssen wir uns hier umsehen. Großer Nugget. Nanu, ein Klumpen Gold. Und wieder ein Breitschwert plus. Wir haben so viel magische Schwerter, da brauchen wir kein Ordes Breitschwert plus mehr. Aber ja. So, also es ist offiziell. Es gibt hier keine Treppe runter in Level 1 von dem Turm. Es gibt aber eine Geheimwand, die wahrscheinlich dann in den Rest vom Schloss reinführt. Na gut, dann schauen wir uns in der nächsten Folge dann Level 2 Schloss an. Also nicht Turm, sondern Schloss. Na gut. Bis gleich.